Hallo und willkommen zurück bei Prey. Ich bin in der Steam-Oberfläche. Entschuldigung. So, Will. Wo ist der Will? Hier ist kein Will. Warte mal, ich muss nochmal reingucken. Wir haben den doch bis hierhin verfolgt. Das stand doch da, oder? Der falsche Koch ist eigentlich der entflohene Volontär Nummer 5, bla bla bla, 37. Kann wegen der Sicherheitsstation dem Volontär Neuromords ange... Alles klar. Wir müssen zur Sicherheitsstation. Okay. Erstmal lesen, dann ist man doch etwas schlauer im Nachhinein. Oh Gott, ist doch alles dunkel hier. Und hier ist doch die Sicherheitsstation, oder? Wir müssen erstmal den Strom wieder anschalten. Alles klar, okay. Wartet mal. Wir müssen uns erstmal den Strom da wieder anschalten, damit wir an die Computer rankommen. Müssen wir nur aufpassen, dass wir keine gewischt bekommen. Gerade gut gegangen. Wie hell es hier auf einmal ist. Hier lang. Der will. So, Sicherheitsstation. Ah, alles klar. Weil hier die Volontäre eingetragen sind. Da. 5537. Auf der Brücke ist der Gute. Der Brücke. Wie kommen wir auf die Brücke jetzt am schnellsten? In Arboretum, ne? Vom Arboretum runter. Gut. Geh weg. Hä? Kommen die denn alle her? Ich muss da sowieso nicht lang. Ich muss unten lang. Haha. Hier muss ich lang. Wir kommen. Alter, was da draußen alles rumfliegt. Was? So, ab in den Aufzug. In Betrieb. Denn auf ins Arboretum. Ah, bin ja mal gespannt. Was macht der denn jetzt auf der Brücke, der Will? Will der jetzt hier die Talos komplett übernehmen, oder? Was hat er vor? Ja. Keine Ahnung, was der da macht. Wir werden es gleich herausfinden. So, wir gehen erstmal ins Arboretum. Hier ist auch schon wieder alles Mögliche los. So. Das ging da irgendwie an der Seite runter, ne? Was macht denn der Will da? Hat er sich eine Mütze aufgesetzt und spielt jetzt Captain? Weil ich dachte, der wollte so sein wie wir. Ah, ich verstehe. Verstehe. Er wäre gerne Captain Morgan, damit er saufen kann. Warte mal. Den machen wir mal damit. Bisschen Muni sparen. Geh weg, geh weg, geh weg. Doofes, doofes Vieh. Sind zwei. Oh. Ih, er war die Waffe. Wie konnte er eine Waffe werden? Ist hier noch eine Waffe? Nö. Ich wollte gerade sagen, ich habe da eine Waffe übersehen. Komm her. Hau dich. Gut. Und dann machen wir uns auf zur Brücke. Hey. Fahrstühle sind super. Da drinnen scheint er zu sein. Den machen wir platt. So. Da unten ist er. Escape Pods.
Ist aber nicht die Brücke. Ui. Ah. Schallgedämpfte Waffe. Warum liegt die da? Ich bin blöd, ey. Vor meinen Augen verwandelt er sich. Also die Klügsten sind sie jetzt auch nicht. Der Will, dem jagen wir eine Schrot rein. Dafür, dass er hier die Abigail auf dem Gewissen hat. Hier ist er irgendwo, ja. Müssen wir nur aufpassen, dass der hier keine Bomben... Der spielt ja immer so gerne mit Bomben. Ich sehe keinen. Warte, hockt der in der Kapsel drin? Wollt der abhauen, oder was? Die gehen nicht mehr, Junge. Warte mal, ich mache hier mal einen Speicher. Ja, schnell speichern reicht, ja. Okay. Will? Will Mitchell. Na du? Was ist los? Kommen Sie mit. Ein Sitz ist noch frei. Da sind nur mehr Sitze frei. Ach, guck mal, was er da hat. Der hat da eine Bombe drin, ne? Tschüss. Okay, bringt nichts. Der will bestimmt das wieder reingehen und dann sprengt er sich in die Luft, oder? Dann müssen wir das Ding schnell entschärfen. Und dann bringen wir ihn um. Naja, aber ich will... Ich will es selber tun. Morgen. Nein. Nee. Sehe ich nicht ein. Ich konnte so schnell nicht drücken, weil ich nicht weiß, was ich drücken musste. Aber ich hab's vorgehabt. Ich habe leider nicht gesehen, was ich drücken muss. Komm, ey, das will ich schaffen. Morgen, Yu. Diese Kapsel funktioniert, aber ich weiß nicht, wie man sie startet. Du bist ein Held, ey. Wie kann man die nochmal entschärfen mit G? Wir sind jetzt fertig. Ja, nix da, wir sind jetzt fertig. Hä? Wie ist er denn jetzt gestorben? Ziel abgeschlossen. Hä, wie ist er denn jetzt gestorben? Hat er irgendwie Zionkali-Kapsel oder? Okay, er hat auf jeden Fall abgelaufene Plasmabeutel dabei und hier ein bisschen was zu futtern. Und einen Aktenkoffer. Mit Aalsülze, Medikit und zwei Neuromods. Aha. Komm mal raus da. Was passiert? Warte mal. Wenn wir ihn hier so hinlegen. Ah, er kullert runter. Ist natürlich doof. Bleib mal hier liegen. Hä? Was war denn das? Was kam da gerade angeflogen? Ja, keine Ahnung. Okay, das klappt nicht. Habt ihr gesehen, was da angeflogen kam? Da kam irgendwas angeflogen in mein Gesicht. Ich weiß noch nicht was. Der Will. Jetzt ist er tot. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Sollen wir den mitbringen? Zur Soho? Jetzt müssen wir der Soho noch Bescheid sagen. Müssen wir da wieder dreimal klopfen? Guck mal, wir müssen... Es war jetzt voll langweilig. Der hat sich einfach selber umgebracht. Wir machen das jetzt so. Können wir hier irgendwas tragen? Oh. Irgendwas tragen? Wir können hier nichts tragen. Schade. Sonst hätte ich da jetzt irgendwas raufgelegt und oh, war voll der epische Kampf. Hier, wir haben ihn mit dem Aktenkoffer erschlagen. Falls sie so fragt. Dann sagen wir so, ja... Wir haben uns voll krass gewehrt und dann war es ganz knapp und dann haben wir den Aktenkoffer genommen und dann haben wir ihn damit eins übergebraten.
Oh, oder hiermit, Alter. Das Ding haben wir ihm vorher noch im Popo gerammt. Da. So haben wir ihn zugerichtet. Genau, ist ein Plan. Oh, guck mal, können wir das auch noch? Oh, es wird immer besser. Warte mal. Komm mal mit. Das muss doch episch sein für die Soho, damit es auch befriedigend für sie ist. Das Ding haben wir auch noch auf ihn raufgeschmissen. Batsch. Schade. Rollt runter. Ja, doch. Ja, sieht gut aus. Rollt durch ihn durch und nimmt alles mit. Schön platt gewalzt. Hier, dein Gesicht will keiner sehen. Wunderbar. So sieht das gut aus. Okay. Wo müssen wir denn jetzt mit der Soho reden? Wer ist Dezember? Ist gar nicht mehr da. Tja. Gemischte Signale. Die anderen Sachen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die noch erledige. Mit dem Kirk ist ein bisschen doof. Aber uns fehlen sowieso noch ein paar Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hoch und quatschen mal mit unserem Bruder. So, unser Bruder meinte ja, er hat uns ja den Code für den Lift, oder er hat den Lift wieder aktiviert, ne? Dann sollten wir da ja hochkommen. Haben wir noch Kuh? Wo ist er? Hey! Bleib mal hier! Alter, ist ja flink. Dann hau doch ab! 6205. Kommt da wieder? Alex. So, dann quatschen wir mal mit Alex. Der wollte uns hier treffen. Wo bist du, Alex? Da liegt ein Neuromod. Warum? Morgen. Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Es ist die Wahrheit, wie versprochen. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sie ist die anderen, reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon reingehackt hast. Ich glaube, ich habe mich schon reingehackt. Okay, neues Ziel, was? Erstmal Neuromods. Geh in Alex' Büro und hör dir an, was er zu sagen hat. Haben wir? Bevor ich dir den Schlüssel gebe, sieh dir das Video in Alex' Büro an. Shengua Sheng? Was heißt das? Ist das irgendeine japanische Weisheit oder sowas? Ich weiß es nicht. Okay. Die Steuerung wird es nicht sein. Brücke. Brücke rausfahren? Ach, guck mal. So geht das. Ich hab schon immer gefragt, wie das geht. Gut, wir gucken uns aber mal das Video an. Eine Datei. Nee. Wo ist denn das Video? Ach, Looking Glass. LG-Steuerung, Looking Glass. Okay. Was? Haben wir jetzt hier Besuch? Nee. Wo ist denn hier ein Looking Glass? Ich weiß es nicht. Okay, da. Okay, wir spielen mal ab. Ich bin gespannt. Ich heiße Morgan Yu. Jahr 2035. Ich bin auf der Forschungsstation Talos 1. Was noch?
Warum nehmen wir das nochmal auf? Stimmt. Mein großer Bruder ist paranoid. Die Psychometriedaten zeigen signifikante Unterschiede in Persönlichkeitsmustern zwischen den Testläufen der neuen Neuromods. Von mir aus. Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich meine, schau's dir an. Das ist es, Alex. Geschafft. Noch kannst du dich freuen. Gleich ist alles weg, wenn wir die Neuromods entfernen und alles zurücksetzen. Ich weiß. Auch meine Erinnerung. Geht eben nur so. Reden wir übers Backup. Also, die Typhon-Organismen haben eine komplexe Struktur entwickelt. Material unbekannt, Zweck ebenso. Ich schätze, es ist eine Art Nervensystem, aber ein externes. Wir warten noch auf die Analyse. Bis dahin habe ich Alex den Entwurf für ein Gerät gezeigt, das es aufhalten könnte, sollte es ausbrechen. Alex sollte nur endlich mal zustimmen. Als ob alles dein Verdienst wäre. Was, wenn es nicht klappt? Es klappt schon, glaub mir. Was sollten wir sonst tun? Alles hochjagen? Rettet uns nicht. Und wenn es doch klappt? Ist es das wert? Die Leute nach uns werden schlauer sein. Und stärker. Unsterblich. Sollen die uns verurteilen? Ihnen wird klar sein, dass sie nur dank uns existieren. Bereit. Los. Nun, das ist es. Alles, was ich getan habe, hast du mir aufgetragen. Ich dachte, du glaubst mir erst, wenn du es aus deinem eigenen Mund gehört hast. Die Tests, sie haben dich verändert. Zuerst nur wenig. Aber nach und nach hast du deine Erinnerung verloren. Ich habe dich nicht mehr wiedererkannt. Ich will nur meinen Bruder zurück und zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das Gerät, das du erwähnt hast, es ist eine fortgeschrittene Version der Nullwelle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Typhon aufzuhalten, ohne unsere gesamte Arbeit zu vernichten. Es fehlen nur noch ein paar Messdaten von der Koralle. Dann können wir es vollenden. Hilf mir, es zu Ende zu bringen, Morgan. Und dann kriegst du meinen Zündschlüssel. Ich glaube zwar nicht mehr, dass du ihn noch benutzen willst, aber du kannst ihn haben. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Chipsatz für dich. Du musst dein Psychoskop verbessern, um die Koralle scannen zu können. Ich schicke dir die zu scannenden Orte. Okay. Na super. Wir sind an... Wo kommt das denn her? Wir sind an allem schuld. Mimik-Detektor Generation 1. Tja. Was hauen wir denn dafür raus? Benötigte Zeit. Resistent gegen Furcht. Pistolenkrit behalte ich auf jeden Fall. Hier, das hier. Abklingzeiten vom Psi, das brauchen wir nicht. Und den installieren wir mal. Okay, okay, okay. Und eine Sache habt ihr gesehen. Ich spiele es nochmal ab. Nein. Ach doch. Nein. Es geht nicht mehr. Da war eine Tafel. Und da stand drauf, der Safe-Code ist 5 bla 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 so und so. Aber wir hatten uns sowieso schon reingehackt gehabt. Aber da hätte man den Tresor-Code bekommen. Da war der Tresor-Code. Da war so ein Whiteboard und da stand das drauf. Gut, wir sollen die Koralle scannen. Aber es klingt doch eigentlich nach einer guten Alternative, oder? Anstatt hier jetzt alles in die Luft zu jagen und damit auch die Menschen in die Luft zu jagen, die noch hier auf der Talos sind. Lieber dieses Ding vervollständigen und damit alle Typhons töten. Was jetzt? Morgan, dieses Video war... Ich überprüfe immer noch meine Anweisungen. Aber wenn der Scan der Koralle Ihnen Zugang zu Alex Zündschlüssel verschafft, ist es vielleicht am besten. Eventuell bestärkt sie das Wissen über den Zweck der Koralle in ihrer Entscheidung, die Talos 1 zu zerstören. Seien Sie vorsichtig. Uns läuft die Zeit davon. Ja, das ist auch noch, ne? Warum? January sind wir ja quasi selber. Also wir haben ihn ja programmiert.
Warum haben wir aber dann davon nichts erwähnt? Warum haben wir immer nur gesagt, wir müssen die Talos 1 zerstören? Okay, er meinte aber auch, wir sollen sie erstmal scannen. Habe ich doch gemacht, oder? Und installiere ihn. Warum ist das nicht abgeschlossen? Warte mal. Der ist doch installiert. Hä? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Warum ist nicht abgeschlossen? Alex hat gesagt, den Zündschlüssel gebe, wenn ich sein Büro komme. Er ist nicht erschienen, hat mir ein Looking Glass Video dargelassen, in dem ich Plan zur Neutralisierung der Typhon erkläre, ohne die Talos zu zerstören zu müssen. Alex sagt, er würde den Zündschlüssel geben, wenn ich mir ersten Schritte erhalten. Mit diesem neuen alten. Ja, das ist die Frage, ne? Warum ist der neu alt, der Plan? Also warum haben wir diesen Plan über Bord geworfen? Irgendwas muss mit diesen Typhons noch auf sich haben. Dann liegt es an mir. Den ersten Schritt heißt, die Korallen an wichtigen Orten zu scannen und die Datei im Büro hochzuladen. Gut. Dann würde ich mal sagen, deaktiviere ich jetzt erstmal die anderen Sachen hier. Weil, oh, Schmugglerring und diese Schatzsuche. Ob ich, ich weiß nicht mehr. Aber wohin muss ich denn dann jetzt? Ich meine, ich habe das Ding nur jetzt installiert. Aber er sagt ja irgendwie, ich habe es nicht installiert. Warum tut er das? Und wir nehmen ihn nochmal raus. Deinstallieren. Installieren. Er schließt es nicht ab, ne? Ich habe da jetzt keine Ahnung, wo ich scannen muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt die Koralle scannen muss. Naja. Ich würde sagen, das finden wir dann in der nächsten Runde raus. Naja, Will ist zumindest schon mal Geschichte. Und mit Alex, was damit jetzt noch auf sich hat, das werden wir noch herausfinden. Na gut, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bye, Prey. Bis denn. Bye, bye.